Sturjolo, Siri, wo aus Sturjon stehen? Er ist schon mehr die Heinasche Bernhren. In einem Atem quasi zum Hochendon kommen. Schauen wir, dass wir klingen unten und dann gehen wir langsam auf. Beim Ende vom Don schauen wir uns zusammen, dass das gemeinsam passiert. Geht? Schon auf fachgerecht zu erklären, ist fast ein Widerspruch in sich. Aber ja, es ist eine althergebrachte alpine Kommunikationsform. Ich muss die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind. Ich möchte ihnen auf keinen Fall jetzt einen traditionellen Alm schon aufoktroyieren oder ganz einfach sagen, so klingt der, den müsst ihr jetzt lernen. Sondern es ist eher darum gegangen, und das war auch so der Ansatzpunkt von dem Workshop, dass man sagt, es gibt eine Lautäußerung im Gebirge, die ist sehr alt, die ist sehr laut. Was kann man tun, dass diese Lautäußerung von heutigen Jugendlichen benutzt wird, und schaut mal, was dabei rauskommt. Das ist eher für alle ja cool, da sind wir spontan drauf gekommen. Das ist ein Vulkan in Island und das passt halt zu vierer Gruppe, und dann haben wir jetzt das ausgesucht. Man kann auch viel ausdrücken drüber und viel Frust auslassen oder so. So habe ich bis jetzt noch nie geschrien. Ich schreie normalerweise aus Wut, wenn mir irgendwas nicht passt oder so. Aber auch nur, wenn es wirklich nicht mehr passt. Ja, die Lachen im Gesicht sind jetzt da, weil wir es so schon gewöhnt mit dem Schreien. Am Anfang sind wir da gestanden oder so. Ja, war ganz leise, und jetzt ist es jetzt sind wir viel offen und jetzt haben wir Gaudi dabei. Und das. Die meisten singen ja oder schreien aus dem Bauch raus. Und dass man aber, wenn man von unten, vom Bauch in Druck aufholt und dann quasi so vom Kehlkopf außerpresst, dass dann viel größerer Klang zusammenkommt, also viel größeres Volumen. Ja, wenn man nur dazu kommt, man muss es halt zusammenfinden, aber es hat oft schon da. Viele konnten auch gar nicht aus dem Stegreif ad hoc irgendeine laute Lautäußerung von sich geben, zuerst einmal. Und wie sie aber das dann geschafft haben, hat man schon gemerkt, wie sie in dem aufgingen und dass das was bewirkt. Du spielst gut und schlank in den Sportsenfanger. 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 Beim Schreien, da kommen eben Töne zusammen, die man sonst nicht macht, und dann kommt es einfach raus. Und da gibt es dann wirklich kein Falsch. Auf Dauer kriegt man dann heißer, aber eigentlich ist es befreiend. Man kann abschalten dabei. Ja, ich weiß nicht, man fühlt sich einfach leichter danach. Vorher ist so ein Druck da und dann auf einmal kommt alles raus. Du spielst gut, du schlank, du Sportsfonger. Du spielst gut, du schlank.
Es sind nur die schlimmsten Sachen, was ich erlebt habe, die was ich da ausgelassen habe. Andere Sachen, die kann ich so auslassen. Ich glaube, so ein Langzeitprojekt wäre sehr interessant. Okay, geht los.